Hallo Leute und herzlich willkommen bei Bartime Insane. Hier ist der Dark Gizmo. Willkommen zu Spider-Man. Sofort nach dem Livestream von gestern habe ich das aufgenommen, damit ihr heute eine 9 Uhr Folge habt. Und ich habe ja auch gesagt im Livestream schon, wir machen jetzt die Hauptmission weiter. Oh. Und machen alles kaputt. Guten Tag. Was? Muss ich da rauf? Ach. Okay, auf diesem Weg komme ich in Normans Büro. Ich kann nicht rein, ohne ein paar Sicherheitssysteme abzuschalten. Aber wenn Sie mich sehen, werden Sie hier alles abriegeln. Das werden Sie. Das heißt, ich muss wieder schleichen. Na super. Ich könnte mich vielleicht von draußen in die Netzwerksicherheitsmodule hacken. Hier sind die Netzwerkkabel. Sie führen zum Sicherheitsmodul. Zum Sicherheitsmodul muss ich. Vielleicht wird die Folge ein bisschen kürzer, ich weiß nicht. Ich bin doch sehr müde. Na also, ein Sicherheitsmodul. Es scheinen 4 davon im Gebäude verteilt zu sein. Das sollte es mir leichter machen. Oh, mal schauen. Was zum Teufel? Sicherheitsteams melden. Sable Team Alpha ist bereit. Sieht nach einem Elektrikproblem aus. Verstanden. Behaltet den Außenbereich im Auge. Wir kümmern uns darum. Und ich dachte schon, es wird einfacher. Müssen dunkel bleiben. Nee, ach komm. Leute, machen an ein bisschen alle Sable fertig. Teams, wir scheinen ein Softwareproblem zu haben. Wir holen einen Experten her. Verstanden. Softwareproblem. Da ist das zweite Modul. Was? An alle Agents. Jemand greift auf eins unserer Subsysteme zu. Na scheiße, das geht auch. Initiiere Delta-Protokoll. Mann, heutzutage haben alle Drohnen. Mann, ey. Sable Teams, Lagebericht bitte. Außenkontrolle negativ. Hier ist alles sauber. Lag das wirklich an der Software? Das untersuchen wir im Moment. Bitte aktuelle Alarmstufe beibehalten. Okay, nur noch 2 Module. An alle Sable Teams. Es besteht die geringe Möglichkeit eines Eindringlings. Wir analysieren die Daten. Oh oh. Bleibt wachsam. Verstanden, Zentrale. Die Steuerung macht mich gerade ein bisschen wahnsinnig. Da ist es. Verdammt. Jetzt ist noch ein Subsystem offline. Überprüf den 85. Stock, Außenbereich. Verstanden, Zentrale. Im Anflug. Bin gar nicht da. Ich muss weg. Hi, MJ. Es ist gerade ungünstig. Ich mach schnell. Ich weiß, wo Charles Standish sein könnte. Wenn ich ihn treffe, kann ich ihn zum Reden bringen. Ziel gesichtet. Es ist Spider-Man. Nein. Nicht wieder von ganz unten. Bitte nicht von ganz unten. Das kriege ich Grätze. Ich muss weg. Nee, dann guck nicht. Hi MJ, es ist gerade ungünstig. Ich mach schnell. Ich weiß, wo Charles Standish sein könnte. Wenn ich ihn treffe, kann ich ihn zum Reden bringen. Er wusste über Dr. Delaney Bescheid, also wohl auch über Morgan Michaels. Okay, mach einfach nichts Verrücktes. Apropos verrückt, wo ist dieses letzte Modul?
Nein. Da. Ah, da ist das letzte. Gut, jetzt habe ich Zugang zu Normans Büro und finde hoffentlich mehr über Morgan Michaels und Teufelsatem heraus. Außenkontrolle negativ. Sollen wir abriegeln? Noch nicht. Mr. Osborne ist mitten in einem wichtigen Gespräch. Aber sucht weiter. Es muss jemand da draußen sein. Nein, wir sind nur wir Spinnen. Möchten Sie hier? Immer diese Rumkrallen in den Luftschächten. Das ist ja Wahnsinn. Moment, wir wechseln auf eine sichere Leitung. Ich bin Ihnen meilenweit voraus, Wilson. Meine Leute gehen Ihre gesamten Akten durch. Wenn Sie unser Geschäft auffliegen lassen, steht Ihr Wort gegen meines. Und ich bin nicht der hinter Gittern. Moment. Redet Norman mit Wilson Fisk? Neo-Statue? Wovon reden Sie? Die Neo-Statue aus dem Auktionshaus. Sie müssen die Akte meinen, die MJ gefunden hat. Wer hat die Akte? Wir, Norman. Aber sie verrät uns nicht genug. Und deshalb begehe ich gerade einen illegalen, aber moralisch vertretbaren Einbruch. Sie aufgeblasener Mistkerl! Sie lügen! Nicht so wütend, Norman. Wir wissen, dass du und Fisk ein Teufelsatemlabor habt. Aber wir wissen noch nicht, wo es ist und was Michaels damit zu tun hat. Hoffen wir, dass dein Computer uns mehr sagt. Jackpot! GR-27. Dr. Morgan Michaels ist der wissenschaftliche Leiter, aber die Lage des Labors ist zensiert. KI-gesteuertes CRISPR? Wenn das wirklich funktioniert, heilt es alle Erbkrankheiten. Mukoviszidose? Huntington? Verrückt. Gruselig. Stopp. GR-27 ist der Teufelsatem. Er soll Krankheiten heilen, aber im aktuellen Zustand ist er wie eine Biowaffe. Dr. Michaels trägt die einzige Probe immer bei sich. Deshalb will Lee ihn. Wer Michaels hat, hat auch den Teufelsatem. Okay. Interessant. Übrigens wollte ich nochmal, wenn ich dabei bin, nochmal Danke sagen. Hey Pete, was gibt's? Alle Leute, die mit dem Livestream dabei waren, war echt ein sehr cooler Livestream. Der Teufelsatem wurde nicht als Waffe entwickelt, sondern als Behandlung bei Erbkrankheiten. Heute geht's weiter. Zustand 20 Uhr ist extrem fehlerhaft. Ja, statt den Körper zu heilen, reißt er ihn in Stücke. Wir müssen Dr. Michaels finden. Sable kann so eine tödliche Waffe nicht kontrollieren. Ich weiß da vielleicht was. Charles Standish wird in Sable Central Park Lager festgehalten. Wenn jemand weiß, wo Michaels ist, dann Oscorps Finanzchef. Ich versuche, zu ihm vorzudringen. Vordringen? Da wimmelt es von Wachen. Wie willst du zu ihm vordringen? Sehr, sehr unauffällig. Ich muss los, Partner. In ein Sable Lager einschleichen. Das kann schiefgehen. Ich aber muss zum Central Park. Bitte. Ja, mach ihn für den Schaden. Ja, komm. Wo ist die Miete, Katze? Felicia glaubt, sie spielt mit mir. Aber ich erfahre bei jeder Szene etwas Neues. Irgendwas mit Miete, Katze? Scheiße. Was da? Ist hier was?
Hier. Und bitteschön. Und da ist sie. Hier wohnt ein bekannter Anwalt. Sie will an die Kundenliste ran, um neue Opfer zu finden. Ich muss leider zugeben, dass sie eine schlaue Katze ist. Ha, Doc hat sich gemeldet. Peter, ich hatte eine Erleuchtung. Es geht nur um den Geist. Sehen Sie mich an. Ein Geist von unendlichem Potenzial, gefangen in einem verbrauchten Körper. Was dieser Geist erreichen könnte, würde er befreit. Wenn wir die neurale Schnittstelle entwickeln, müssen wir über die Nachahmung unserer körperlichen Form hinausdenken. Wir müssen unsere Vorstellungskraft erweitern und in den Geist eintauchen. Doc ist so aufgeregt wegen des Projekts. Hoffentlich nicht zu sehr. Ja, hoffentlich nicht. Ich gehe mal Bomben entschärfen. Die Bomben entschärfen sich nicht von selbst. Die Musik ist doch genial, oder? Das ganze Spiel ist genial. Ganz oben. Okay, noch eine. Eine noch. Sehr schön. Ich hoffe, der Psycho denkt jetzt nicht schlecht von mir. Wieder nur hier. Das finde ich aber nicht in Ordnung. Ich habe den Arsch aufgerissen. Und nichts geht. Ich habe schon ziemlich viel gemacht worden. Dort gibt's was. Das war ja bloß. Das behalte ich. Und dann fliegen, ob das nicht klingt. Und auch gleichzeitig wieder. Bist du? Okay. Das ist ein Brocken.
Was haben wir denn? Ach, Schneekugel. Ich hätte fast diese Schneekugel für Tante May vergessen. Die habe ich schon alle. Ich habe gedacht, warum kann ich fotografieren, aber die dunklen habe ich schon alle, aber das habe ich noch nicht. Ob König T'Challa für seine Kräfte von einem radioaktiven Panther gebissen wurde? Der Typ ist hart, aber das würde wohl doch wehtun. Ah, das ist der, das. Ist das von, wie heißt das? Uganda? Oh, nicht Uganda. Black Panther! Aber ich habe auch gelesen, dass hier irgendwo auch das Avengers Hauptquartier geben muss. Zwischen den Dämonenangriffen auf Oscorp und Norman Osborn zu sehen. Das Motiv? Wahnsinnige Absenden-Motive. Aber es ist wohl kein Zufall, dass sie sowohl eine Säule unserer Unternehmenswelt als auch das Zentrum unserer Stadtregierung angreifen. Das ist ein Angriff auf unsere Lebensweise. Und davor habe ich immer gewarnt. Wer mir zugehört hat, ist bereit. Für alle anderen bitte ich. Ja, das war's. Schlechte Abdeckung hier. Ich muss mehr Türme aktivieren. Überfall gemeldet. Vorsicht, Verdächtige sind bewaffnet. Brauchen mehr Officer bei Sycamore. So. Nein, nicht mehr gemacht. Oh, ich war schon drin. Sehr schön. Let's go. Hier ist irgendwie ganz viel los. Nein, geh ich morgen nicht, da geh ich nicht hin. Ja, da unten in der Stadt noch die. Wo seid ihr? Wird jemand ausgeraubt? Wer will ein Foto? Ich muss ein Foto machen. Sie wird ausgeraubt und ich muss ein Foto machen. Das ist so wichtig. So nervt, Junge. Haben wir jetzt auf den geschossen. So. Keine Straßendiebe mehr. Ich liebe Happy Ends. Keine Mauern mehr. So. Ich schwinge uns noch. Ja, da unten war wahrscheinlich gerade ein Kampf, aber das ist mir wohl. Wir schwingen uns jetzt noch zu unserer Hauptmission. Die gibt es am Morgen. Wieder um 9 Uhr, Leute. Und nicht vergessen, heute ab 20 Uhr einen GTA Online Stream. Leider ganz allein von mir. Weiß nicht, wer mitspielt. Der gute Rolle ist in Urlaub. Und Mira hat das Spiel ja nicht. Was ist denn das hier? Das sieht cool aus irgendwie. Das kann ich verkaufen. So. Mit Ausblick auf die Hauptmission. War's das mit der Folge? Danke Leute, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, morgen 9 Uhr neue Folge.
heute Abend 20 Uhr GTA Online Stream und morgen Witcher 3 Stream von Mira. Und sie hat angedroht, solange sie Lust hat. Also Open End, Leute. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Dark Gizmo.